Jetzt sind's los. Ja, guten Tag zusammen. Wir haben jetzt 20 vor 6 morgens. Und der Uwe, der hier die Kamera hält, der pennt heute bei mir. Wir waren mit Rudi und Tom in Köln saufen. Und weil wir jetzt absolut granatendicht sind, gibt es das Passwort für Aries Weekly, jetzt nämlich auf Video. Ich dachte, wüsste das Passwort, ey. Scheiße. Ich glaube, es ist Sieg FC. Zusammen und klein geschrieben Sieg FC. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schreibe es auch nochmal rein. Und Turniernummer ist. (2004) 33948. Wie immer 20:30 am Sonntag. Wo wir schon dabei sind. Rattendicht, einen geilen Köln saufen, also so pokermäßig. Gibt's nichts zu berichten, nichts gerissen, wenig gespielt die Woche, aber wir waren heute geil saufen. Was waren die Highlights? Wir waren im Heising. Da gab es keine Highlights. Dann waren wir. Wie hieß der andere Laden? Keine Ahnung. Ich wäre doch nicht mehr. Da war es auch scheiße. Aber wir hatten natürlich der Drudi vom Feinsten 4 Granatenmädels aufgegabelt. Aus Stuttgart. Die waren so zwischen 120 und 150 ungefähr. Also steinalt. Und ja, der Drudi hat auf jeden Fall Gas gegeben. Und Tom und ich hatten keinen Bock mehr und wollten eigentlich schon abhauen. Tom ist total geil übrigens, ein Kollege von Drudi, Engländer mit polnischen Eltern in Schweden geboren und arbeitet als Waffenhändler in Dubai. Macht irgendwie Millionen damit. Somalische Rebellen zahlen besonders gut. Und die US Army, die kann man auch besonders gut bescheißen. Ja, irgendwie wird das alles nichts hier. Und dann waren wir in so einem absolut beschissensten Laden Kölns noch auf den Absacker, weil Drudi ja unbedingt noch weitermachen musste. Und Drudi hat weitergebaggert, Uwe hat auf der Tanzfläche hier rumgespackt und Tom und ich haben uns noch mal den Rest gesoffen. Aber Tom meinte, dass hier Uwe auf jeden Fall am Broadway tanzen sollte. So, mehr habe ich nicht zu sagen, macht die Scheiße aus, wir gehen jetzt pennen.